Corona und willkommen zurück zu einem neuen Weekly Vlog, ihr Lieben. Ihr habt ja schon mitbekommen, es kommen aktuell keine Küchenchaos-Videos mehr. Ich habe Bibi-bedingt nun die große Küchenchaos-Pause eingeleitet. Wahrscheinlich jetzt für Oktober und November, das heißt Dezember geht es dann wahrscheinlich wieder weiter, vielleicht auch früher, je nachdem, wie gut es mir geht, wie gut sich das Baby dann einleben wird und wie gut wir mit dem Babyalltag dann zurechtkommen werden. Und heute habe ich schon gedacht, es ist soweit. Ihr seht, ich liege auf der Couch. Ich bin ein bisschen fritti heute. Wir sind heute Hälfte der 39. Woche. Ich hatte heute einen etwas stressigen Tag. Wir haben im Moment so eine Sache, die sehr, sehr stressig ist und die mir sehr viel abverlangt und das war heute, unter anderem stand das auf dem Plan und dann waren wir noch einkaufen und alles und dann hatte ich ab mittags so ganz krasse Menstruationsschmerzen, die so in den Rücken gezogen sind und auch relativ regelmäßig und dann dachte ich so, oh mein Gott, es geht los und habe mich dann irgendwie auf die Couch gelegt, weil ich dachte, ja komm, dann ruhst du dich jetzt noch aus so und guckst mal, wie es sich entwickelt. Und habe mir dann, Cleo ist gerade in ihren Horst gegangen, habe mir dann Wärme in den Rücken gelegt, also eine Wärmflasche, und dann war es wieder weg. Naja, waren wohl nur so ein paar Vorwehen, also nichts Konkretes bislang. Aber ich habe einfach gemerkt, auch dass ich die YouTube-Videos, diese Vlogs hier, die sind schön, da kann ich einfach dokumentieren, was wir machen und so. Und die Küchenchaos-Videos, die sind im Moment leider einfach wirklich zu viel. Aber ich verspreche, sie kommen ganz, ganz bald wieder. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch, dass wir das hier jetzt hier erstmal machen. Naja, auf jeden Fall liege ich jetzt hier auf der Couch rum und habe meine Wärme und mir geht es wieder besser. Und Philipp macht gerade unten das Abendessen. Und wir haben ein neues Hobby für uns entdeckt. Ich habe das auf Instagram schon erzählt. Übrigens, falls ihr mich vermissen solltet, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Da bin ich aktuell noch sehr aktiv. Und halt euch auch auf dem Laufenden, was so den Schwangerschafts- und Geburtsverlauf anbelangt. Könnt ihr mir gerne mal folgen. Philipp und ich haben ein neues Offline-Hobby für uns entdeckt. Das würde ich euch gleich gerne mal zeigen. Willst du unser Abendessen zeigen? Ich habe hier deinen Teller. Ja, ich zeige gerne das Abendessen. Das sind Reste von gestern. Moment, ich zeige es einmal. Wow! Es ist One-Pot-Pasta mit Tomaten, Spinat und Zeug. sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Darf ich eine Anspielung bringen? Muss gucken, ob wie gut deine Zuschauerschaft sind. Ja, mach mal. We are the lovesick girls and we are born to be alone. So, wer damit was anfangen kann, Referenz, Kommentare. Hä? Okay, ich bin kacke. Ich weiß nicht, was Philipp gemeint hat. Es ist wahrscheinlich von... Ist es hier Black Milk? Blackpink, ja. Blackpink, so heißen die. Das ist der neue Song. Ah, okay. Ich weiß, dass es die gibt und die gibt es auch nochmal als Jungs, aber BTS, aber da bin ich komplett raus. Das ist so, und zwar unser Offline-Hobby ist, wir Legoen jetzt zusammen, Philipp und ich. Wir machen uns abends immer einen Livestream an, irgendwer, der gerade streamt und cool ist, und dann machen wir Lego zusammen und ich würde euch gleich gerne mal zeigen, was für Lego wir aktuell bauen. Ich freue mich total und ich habe so viel Spaß daran, so viel Freude, einfach auch zwischendurch mal offline zu sein und nur Zeit mit Philipp zusammen zu verbringen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so gut im zusammen Lego bauen sind, aber es klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben uns noch nicht angeschrien. Philipp hat nur gestern einmal alles falsch gemacht. Wir mussten alles, was wir gemacht haben, auseinander... Wegen einer Reihe. Auseinanderlegoen und dann wieder zusammenlegoen. Wie nennt man es denn? Bauen. Puzzeln ist es ja nicht. Auseinanderbauen, naja. Und hinbauen. Bauen halt. Klemmsteine bauen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so für Offline-Hobbys habt. Ich finde das immer sehr schön. Ich habe Oma-Hobbys, glaube ich. So, da kommt mein Eis ins Getränk und jetzt gibt es erstmal Abendessen. Ich wollte euch ja noch zeigen, was wir für ein cooles neues Offline-Hobby haben. Na, na, na. Philipp hat einen riesen Lego-Satz gekauft. Und jetzt mal gerade drehen. Schauen Sie, Philipp hat sich nämlich für einen großen Satz entschieden. Und wir erkennen es doch, glaube ich, alle, was es ist, oder? Hier ist übrigens auch so ein Star Wars. So ein kleines Bötchen, was auf Wasser fährt. Saugeil, das macht so viel Spaß und ist richtig beruhigend und ich finde es so schön, mal was zu machen, was irgendwie offline ist. Der gehört da gar nicht hin, doch, aber der kann da erstmal... Der durch die Neuankömmlinge. Meinst du? Stopp! Ja. Ja. Super schön, super cute, I love it. Das macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, ich bin da noch sehr lange dran. Ich habe gehört, David Beckham hat den Bausatz in 2 Tagen gebaut. Krankes Schwein. Hallo, na, willkommen an diesem Montag. Es ist für mich ein trauriger Montag.
Es ist der erste Montag seit, ich glaube, mittlerweile 6 Jahren, an denen ich heute kein Video rausbringen werde und kein Video schneide. Und das ist für mich viel schlimmer, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich habe gedacht so, ja, endlich Pause. Und jetzt sitze ich hier und denke so, kein Video. Ist Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das mal so... Ich weiß auch nicht, ich wollte ja jetzt eigentlich bis November mit dem Küchenchaos pausieren und schauen, was ich auch tun werde. Spätestens wenn der Frosch da ist, habe ich eh andere Sorgen. Aber also ich habe auch jetzt gemerkt, am Wochenende, ich hatte ja so komische Vorwehen, keiner weiß so ganz, was es war. Es waren starke Menstruationsschmerzen, die wellenartig in den Rücken flossen. Also ich vermute mal, es waren Vorwehen, Senkwehen oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall keine Übungswehen. Übungswehen tun mir nicht weh. Ich wusste vorher auch nicht, dass es so viele verschiedene Wehen gibt. ja, ansonsten habe ich jetzt heute einen Termin bei meinem Frauenarzt. Dann gucken wir mal, was Gebärmutterhals und Muttermund sagen. Das kann ich euch nachher sagen, wenn wir wieder da sind. Der Philipp baut im Hintergrund schon auf, allerdings für sich. Hallo, du bist süß. Der macht nämlich gerade ein... also beziehungsweise wir gehen gleich noch zu Penny einkaufen und wenn, dann... Wenn dieses Video rauskommt, sind bei mir schon in der Woche 2 weitere erschienen. Richtig was? Krass. Philipp Bart jetzt hier für mich stellvertretend. Nee, genau. Also Philipp und ich gehen gleich zu Penny einkaufen. Dann zeigt Philipp die neuen veganen Sachen bei Penny. Und ja, jetzt hat sich aber tatsächlich nichts mehr getan. Ich hatte gestern noch eine kleine Mini-Wehe. Und das war es. Mir ist nicht passiert. Ich bin mal gespannt. Also wir haben auch noch ein paar Tage bis zum errechneten Termin. Aber wirklich nur noch vereinzelte. Und ansonsten bin ich jetzt gleich mal gespannt. Ich habe gerade eben auch eine Instagram-Story gemacht. Vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen. Und zwar suche ich, und wahrscheinlich ist es eine total bescheuerte Frage, große Mengen altes Brot. Steh ich was mir man so als Veganer isst. Nee, wir haben ja unsere Schweinchen. Und im Moment mache ich das immer so, dass ich so abgelaufenes oder fast abgelaufenes Brot im Supermarkt kaufe und das trockne. Oder halt mal so 20 Brötchen beim Bäcker kaufe. Und ich weiß jetzt nicht, ob so Sachen für die Tafel draufgehen. Dann will ich das natürlich nicht haben. Aber wie machen das denn zum Beispiel Leute, die ein Pferd haben oder Kühe oder sowas? Die fressen ja auch gerne. Also mit altes Brot meine ich nicht schimmeliges Brot, sondern hartes Brot. Ne? Weil für Schweinchen zum Beispiel dürfen kein frisches Brot essen. Wo kriegt man denn sowas her? Also, oder ist das eine dumme Frage? Nee, ist keine dumme Frage. Ich weiß es nicht. Falls ihr ein Pferd habt und größere Mengen altes, trockenes Brot irgendwo herbekommt, tell me. Genau, und ansonsten müssen wir jetzt dringend mal los, sehe ich gerade, weil wir noch ungefähr 5 Minuten haben, bis wir fahren müssen. Ja. Das heißt, ich melde mich gleich wieder. Hallo, willkommen an diesem Dienstag. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet nach dem Frauenarzt. Ich wollte euch noch erzählen, was wir für spannende News bekommen haben. Ja, ich war ja gestern bei meinem Frauenarzt. Und wir haben einmal alles nachgeguckt. Also, der Kleine ist jetzt 52 cm groß und wiegt 3300 Gramm ungefähr. Und ich hatte ja am Wochenende erzählt, dass ich so ganz krasse Regelschmerzen, also so Unterleibsschmerzen, wie wenn man seine Periode bekommt, hatte und mir nicht so ganz erklären konnte, was das war. Und ganz viele haben vermutet, dass es Senkwehen waren. Es waren aber wohl tatsächlich schon... ich weiß nicht, ob man es schon muttermundswirksame Wehen nennen kann, aber auf jeden Fall ist mein Muttermund im Vergleich zu letzter Woche süß. Philipp hat jetzt top Muttermund, top. Super Muttermund, 10 von 10. Gerne wieder. Mein Muttermund ist zwar noch geschlossen, aber fingerdurchlässig. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber da stehen alle Zeichen auf Geburt. So mein Arzt. Ich habe noch zwar einen verkürzten Gebärmutterhals, aber der ist noch lang genug, also ist noch nicht ganz weg. Das heißt, wir werden heute nicht werfen, aber er sagt, es könnte theoretisch diese Woche passieren, es könnte nächste Woche passieren. Also es ist alles vorbereitet für den kleinen Frosch. Er muss sich nur entscheiden zu kommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hatte heute Nacht ich glaube, das nennt sich wilde Wehen, wenn du so Schmerzis hast, aber nichts passiert. Das hatte ich, das ist aber jetzt wieder weggegangen. Ich habe wahnsinnige Rückenschmerzen, aber im positiven Sinne, beziehungsweise es ist so ein Muskelkater, weil mir meine Hebamme mein Kreuzbein ein bisschen wieder eingerenkt hat, was ich sehr, sehr schön finde, weil es echt wehgetan hat davor. Und das wird jetzt noch einen Tag ein bisschen schmerzen, dann wird es besser. Ja, und ansonsten harren wir der Dinge. Ich habe heute nicht mehr vor, noch viel zu machen. Heute ist tatsächlich mal ein freier Tag für mich. Huh, wie fühlen sich denn Mütter im Mutterschutz? Was ist da denn los? Nein, heute mache ich tatsächlich mal nichts. Ich mache ein bisschen Kupfergrün jetzt in der Früh
Und danach haue ich mich aufs Sofa, weil ich tatsächlich echt erschöpft bin. Die Nacht war sehr anstrengend für mich. Und der Tag gestern auch. Und morgen müssen wir wieder los, weil Philipp seine Zähne nochmal kontrolliert bekommt, final. Und ich eventuell mir nochmal eine Plombe oben zumachen lassen müsste. Ich habe hier so einen gefüllten Zahn, der mich schon über die ganze Schwangerschaft ärgert. Und ja. Aber was ich euch sagen wollte, ich habe gestern auch wegen der Brotgeschichte in meiner Instagram-Story nachgefragt und mir haben ganz, ganz viele tausend Tipps gegeben. Und ich war jetzt gestern bei Lidl, da haben die nämlich von der Brotbackstation immer vom Vortag alte Brötchen für 50%, die habe ich mitgenommen. Und dann war ich beim Bäcker einfach fragen, ob der noch ein altes Brot hat. Und er hat mir sogar zwei alte Brote verkauft. Und jetzt bin ich hier, Moment, gerade fleißig am Trocknen. Das, ja, so. Ist das hier jetzt? Ich werde jetzt hier überall Brot trocknen. Ich habe hier auch Brot liegen. Hier ist auch Brot. Ach, klasse. Und da ist auch Brot. Und das hier ist übrigens, ich habe mich noch nicht getraut, ihn zu trinken. Himbeerblättertee. Ich habe gehört, davon sollen die Wehen gut in Schuss kommen. Und Empfehlung des Lebens: Pumpkin Spice Sirup für zu Hause zum Kaufen. Ihr könnt ihn auch selber machen. Ich habe ein Rezept mal dazu hochgeladen. Aber der ist sehr, sehr lecker und der ist vegan. Und ich habe gestern ein Hermes-Paket bekommen. Und ja, was könnte das sein? Man weiß es nicht so genau. Wir haben es mittlerweile entschlüsselt. Ihr könnt ja mal jetzt pausieren und in den Kommentaren rätseln. Und ich erzähle es euch in 2 Sekunden. Es lag nämlich bei uns, es lag bei uns auf dem Vordach der Haustür. Okay. Hätte ich dort, also ich hätte es dort niemals wiedergefunden. Ja, ihr Lieben, so. Ich habe wohl noch eine Beschäftigung, das habe ich ganz verdrängt. Und zwar ist heute angekommen, oh, da muss die Frau mal in die Hocke gehen. Hier neben mir, ist ein Paketchen. Und zwar sind dort enthalten 2.500 Autogrammkarten. Philipp und ich bringen ja jetzt im Oktober nicht nur unser Baby auf die Welt, sondern auch unser neues Back- und Kochbuch-Baby. Da haben wir über 70 komplett neue Rezepte von uns beiden reingepackt. Da habe ich jetzt während der Schwangerschaft sehr viel mit zu tun gehabt. Und normalerweise liefern wir ja die Bücher ans Lager und unterschreiben die dann da, zumindest immer so die ersten 1000. Das kann ich aber diesmal nicht mehr machen, weil ich A, das ist über eine Stunde entfernt von hier, das Lager. Das heißt, ich kann nicht mehr hinfahren, weil es einfach zu viel Fahrerei ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass es körperlich super viel Arbeit ist, weil jedes Buch hier einzeln hin und her gepackt werden muss. Und ich kriege in den nächsten Tagen ein Baby. Also deswegen, das fällt weg. Aber wir haben uns überlegt, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Wir haben uns überlegt, dass wir euch trotzdem zumindest eine von uns unterschriebene Autogrammkarte mit dazulegen wollen. Zumindest bei den ersten 2.500 Büchern. Danach müssen wir mal gucken. Ja, so. Und jetzt kümmere ich mich darum und mache mir einen Pumpkin Spice Kaffee. Hallo, na, willkommen an diesem Mittwoch. Ich habe mich gerade angezogen und muss mich mal setzen. Philipp und ich fahren jetzt nämlich zum Zahnarzt. Der kriegt seine letzte Kontrolle von den schönen Beißerchen. Das Video dazu hat er ja schon gedreht. Und heute habe ich irgendwie keinen so tippitoppi-Tag. Ich weiß auch nicht. Also, ich habe das Gefühl, der Kurze liegt ein bisschen sehr tief im Becken und ich habe so Schmerzen im Unterleib und fühle mich irgendwie ein bisschen bescheiden. Und jetzt müssen wir aber noch, weil wir gerade festgestellt haben, dass Philipps Pass abgelaufen ist und wir den ja fürs Krankenhaus brauchen. Wenn wir ins Krankenhaus gehen, müssen wir noch in die Stadt so oder so, damit Philipp noch Passbilder machen kann. Ich wollte euch noch kurz ein kleines Update zeigen. Dafür müssen wir einmal ins Kinderzimmer gehen. Ihr seid ja immer ganz interessiert daran, wie es meiner fast gestorbenen Monstera geht, die wir wiederbelebt haben. Ich mache hier mal zu, weil die Katzen hier nicht so rein sollen. Habe ich euch das Zimmer eigentlich final schon gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich zeige euch erst kurz die Pflanze. Warten Sie. Ja, sein neues Blatt bekommen. Schaut mal, mit wunderschönem Weißanteil. Und ich glaube, da eine neue Blattnaht da erkennen zu können. Also sehr, sehr schön alles. Sie hat sich sehr gemacht und ja, das Kinderzimmer ist auch fertig. Da steht noch Zeug, das müssen wir noch wegräumen. Und ja, ansonsten ist alles ready. Den Maxi-Cosi haben wir ja schon eine Weile und jetzt gehe ich schon wieder hier raus. Das heißt, das Baby kann, wenn es sich entscheidet, gerne nicht mehr vorne mitfahren zu wollen. Man kann es hinten im Maxi-Cosi mitfahren. Ist doch sehr, sehr schön. Jo, so. Und ansonsten,
Ja, machen wir uns jetzt gleich auf den Weg. Ich bin übrigens hier unter die Brötchentrockner gegangen. Okay, ihr Lieben, bis nachher. So, guten Tag, da sind wir wieder. Hallo, willkommen an diesem Donnerstag. Ja, der Zahnarzt gestern war noch sehr ätzend für mich. Philipp hat einfach nur eine kleine Zahnreinigung bekommen und ist jetzt einer von den Strebern, die dann zweimal im Jahr zur Kontrolle gehen, wo dann überhaupt nichts ist. Aber das hat er sich verdient. Und ja, ich hatte ja eine Blombe oben, die rausgefallen war. Die war tatsächlich rausgefallen. Mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Die musste gestern kurz neu gefüllt werden. Das war ganz schön scheiße. Aber dann haben wir das jetzt auch fertig. Jetzt ist der Zahn auf jeden Fall prepared bis zur Geburt. Ja, und geburtstechnisch tut sich gerade nichts. Ich habe ordentlich Druck auf Muttermund oder Gebärmutterhals oder was auch immer. Es fühlt sich an, als wenn irgendwie die Blase wehtun würde. Aber ich war ja am Montag erst kontrollieren. Ich habe da keine Bakterien. Das heißt, es kann keine Blasenentzündung sein. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass der kleine Krümel da einfach nur sehr viel Druck gerade drauf ausübt. Ja, und ansonsten warten wir, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde versuchen, nächste Woche wieder einen Vlog rauszubringen. Wir gucken jetzt einfach, wie das hier mit den Videos läuft. Lasst mir gerne ein Abonnement da, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder Montag oder Donnerstag nächste Woche. Macht's gut, bis dann. 18 Uhr. Tschüss.